Die Planungen für den Gegenangriff im Süden sind abgeschlossen, beziehungsweise sie laufen zum Teil noch auf Hochtouren. Wir haben den Feind zur See blockiert. Wir haben neue Truppen herangeschafft, unter anderem unsere Spezialtruppen, die dafür ausgebildet sind, im Gebirge zu kämpfen. Und ich hoffe, dass wir diesen Bonus hier jetzt ausspielen werden und diese Schlacht gewinnen. Das war der falsche Knopf. So. Und hier vorne sind wir tatsächlich sehr schlecht aufgestellt. Du bitte einmal dahin. Zur Unterstützung. Und wir werden jetzt versuchen anzugreifen. Ich würde sagen, wie bist du? Ah, wir sind immer noch in Vorbereitung. Der Plan ist noch riskant. Ah, okay, dann warten wir noch ein bisschen. Hoffen mal, dass hier die Unterstützung kommt. Das dauert natürlich jetzt sehr lange. Wir sollten auch hier die Kavallerie nochmal reinziehen. Wir sollten hier auf jeden Fall jetzt nichts riskieren. Okay, Regierung, wir sind bei 41. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Nachrichtendienst. Moment, da war was. Operation vorbereitet. Kontakt zum Widerstand aufnehmen. Jawohl. Müssen Sie einen einzelnen Staat auswählen? Habe ich das nicht? Ich würde tatsächlich gerne... Muss ich mal gucken. Unsere Agenten infiltrieren das Zielgebiet über eine neutrale Grenze. Dort sind die Grenzwachen vermutlich weniger aufmerksam und wir haben bereits einige Stellen identifiziert. Für die Operation müssen Sie einen einzelnen Staat auswählen. Ja, okay. Dann mache ich das doch. Wie? Ach so, wir haben noch gar nicht alle Zusatzausrüstung. Ah, okay. Ah, das sieht aber komisch aus. Gut, dann gucken wir erstmal, dass wir den Angriff hier abwehren. Das sieht gut aus. Die schaffen hier immer mehr hin. Das wird auch mit mehr Truppen nicht schaffen. Wir haben hier super eingegrabene Truppen. So, einfache Feuerleitanlage. Genau, da hattet ihr auch gefragt, ist das nicht normalerweise nur für Schiffe? Ja. Sämtliche Waffen des Schiffs. Okay, gut. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hier steht es tatsächlich. Okay. Dann suchen wir uns noch was anderes, aber ist kein Problem. Wir haben ja genug Zeit. Jetzt werden wir erstmal die Funkortung erforschen. Beziehungsweise, nein, wir brauchen die Panzer. Wir brauchen den schweren Panzer. Das haben wir gesehen. Da ist der Deutsche auch dran. Wir müssen ihm entsprechend kontern können. Gut. Also, das läuft. Dann machen wir hier jetzt weiter und hoffen mal, dass wir bald unseren Angriffsbonus haben. Ah, ich weiß nicht. Wir sollten einfach jetzt angreifen, ne? Wir haben hier ein bisschen ausgehalten. Komm, auf geht's. Und hoffen wir mal, dass wir ihn hier zurückdrängen können. Und dass wir tatsächlich hoffentlich genügend Infanterieausrüstung zusammengesammelt haben. So, geringe Mannstärke. Ja, da arbeiten wir dran. Maschinelle Unterstützung. Maschinengestützte Entschlüsselung. Sehr schön. Das haben wir also auch. So, wie sieht's hier unten aus? Können wir vielleicht in die Richtung und von da aus unterstützen. Ja, das war ja jetzt fast zu einfach. Wir gucken tatsächlich mal, dass wir jetzt hier so ein paar Angriffe machen. Hier oben sieht es noch gut aus. Und wir haben natürlich, was wir vergessen haben, ich würde tatsächlich mit diesen 11.000 jetzt anfangen, wieder zwei Divisionen auszubilden. Dann nehmen wir unsere ganz normalen Standarddivisionen hier und die bringen wir nach Moskau. Und ich möchte auch eine ausbilden in Leningrad. Einmal da oben bitte. Und das wird jeweils eine Division werden. Ich denke, das ist okay. So, dann gucken wir erstmal, was wir hier überhaupt haben. Ah, das ist diese Strafgefangenen-Division. Das finde ich übrigens echt mega cool, diese Sache. Die haben damals tatsächlich Strafgefangene eingesetzt und an die Front geschafft. Die haben damals wirklich alles an die Front geschafft, was laufen konnte und eine Waffe hielt. Das war sehr interessant. Gut, da sind wir durch. Hier, da sind wir nicht durch. Das hat auch nicht geklappt. Und das, das wird böse. Nee, versuch mal hier zu unterstützen. Ja, das sieht vielleicht doch nicht so gut aus, wie gedacht.
gedacht hier unten. Dann sollten wir diesen Angriff tatsächlich nochmal abbrechen. Wenn das nicht klappt. So, jetzt bleiben wir erstmal... Okay, na super. Ich hoffe, da gibt es jetzt keine Probleme. Jetzt gucken wir erstmal hier. Haben wir hier irgendwo eigentlich einen Übergang über die See? Ich glaube nicht, ne? Aber die 7 Divisionen gehen jetzt mal da rein. Gucken, ob das klappt. Ah, das klappt nicht. Und wenn wir da unten hingehen und da angreifen, das könnte klappen. Ja, das klappt. Ah, jetzt verstärkt er da natürlich. Gucken, ob es immer noch klappt. Ja, sehr gut. Die haben wir auch. Wunderbar. Ja, jetzt zieht er immer weiter Verstärkung rein. Och, Leute. Ernsthaft? Na, bitteschön. Und wir ziehen uns gleich wieder zurück. Echt jetzt? Warum zieht ihr euch zurück? Ah, okay, sie verstärken schon. Ja, ja. Hoffen wir mal, dass das da unten hält. So, wir greifen derweil mit den hier da an. Gucken mal, ob wir da ein bisschen Boden gut machen können. Ah, okay, hier hält's. Schade. Schade, schade. Das hält. Aber zumindest haben wir hier eine Ebene gut gemacht. Was haben wir hier? Wieder 2 Zerstörer. Nein, wir haben auch 2 verloren. Oh, das ist nicht gut. Aber wir haben auch 2 Konvois verloren, vernichtet und 3 von ihnen. Das ist auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Okay. So, wie sieht's hier aus? Ah, sie greifen sogar an. Nein, sie haben Grozny eingenommen. Ab zum Gegenangriff, bitte. Du gehst von da, du unterstützt von da, bitte. Ihr unterstützt von da und du von da. Das sollte hoffentlich klappen. Ja, das klappt auch. Hier unten mache ich mir ein bisschen Sorgen. Haben wir irgendwo 2 gute Divisionen? Einmal da unterstützen, bitte. So, das haben wir. Können wir da angreifen? Macht das Sinn? Wir haben keine Unterstützung, ne? Hier geht es über den Fluss. Und wenn wir da hin... Ne, ne, ne. Bleib mal da. Du greifst da an. Die beiden... Nein, 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 nein. Die beiden greifen da an. Und du unterstützt da. Gucken, ob das klappt. Jawohl, 41, sehr schön. 48, das wird wahrscheinlich nichts werden. Aber die eine Provinz ist dann nicht so schlimm. Wir können natürlich gucken, dass wir hier angreifen und ihn gleichzeitig binden. Das ist möglich. Dann binden wir zumindest die 4 Divisionen. Okay. So, wie sieht's aus? Das ist böse. Aber wir haben wieder 3 Konvois versenkt. Und wir haben ein grünen Kreuz herum verloren. Und... Ah, das ist böse. Okay. Ist egal. Müssen wir durch. So, die Türkei. Ja, wir gehen da weiter. Artillerie, wunderbar. Wir brauchen gleich die nächste Stufe. So, hier vorne sieht es tatsächlich nicht so gut aus. Da auch nicht. Ah, er ist hier so gut aufgestellt. Wir brauchen hier echt bessere Truppen. Das muss man echt sagen. Jetzt würde er hier echt unterlegener Gegner. Ja, komm dann. Probier's mal aus. Mal gucken, ob das klappt. Da bin ich mal gespannt. So, wie sieht's hier aus? Das muss doch möglich sein, dass wir da angreifen und das gewinnen. Wir werden mit diesen alle so, die sind alle eingegraben. Mit 3 Divisionen werden wir hier unterstützen. Gucken, ob das klappt. Jetzt greift er uns gleichzeitig hier an. Nein! Okay. Angriff abbrechen. Ah, das war böse. Das war böse. Das war böse. Okay, wie sieht es ansonsten aus an der Front? Ja, hier halten wir uns noch wacker. Und nicht angepackt von der Türkei. Ja, nehmen wir an. Und wir haben Luftgeschwader ohne zugewiesene Mission. 54 Marinebomber. Wo denn? Ach,
hier oben? Nee, Moment. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Egal, wo sie sind. Die müssen hier unten hin. Wie hier irgendwo noch näher was? Nee. Einmal dahin, bitte. Dich brauchen wir hier unten. Tatsächlich. So, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was rausholen können. Das sieht mir momentan noch nicht aus. So aus. Leningrad steht noch. Jawohl. Na, bitte. Jetzt haben wir tatsächlich nur hier unten ein Problem. Da versuchen sie auch durchzudringen. Ich will unbedingt das Ding hier haben. Wir versuchen es mal mit den drei, mit den Divisionen. Alle voll drauf. Das muss doch möglich sein, die hier rauszukriegen. Okay, wir machen das mal anders. Wir gehen erstmal hier weiter in die Richtung. Und dann gucken wir mal, dass wir erstmal uns die Provinz holen. Einmal dahin. Einmal ein Unterstützungsangriff und du da. Dann haben wir hier schon mal eine ganze Menge Provinzen, die wir hierhin verteilen können. So, ansonsten frontoperationsmäßig. Ja gut, sie versuchen hier nochmal anzugreifen. Wir könnten gucken, dass wir den Bogen hier uns holen. Und einer von hier als Unterstützung nach da. Ja, wir gucken nochmal, dass wir zwei noch unterstützen. Okay, mal gucken. Ah, das sieht nicht gut aus. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Da brauchen wir bessere Truppen. Leibach widerrufen? Nein. Das ist jetzt ja doof. So, haben wir was versenkt? Nu, unsere gesamte Flotte ist versenkt worden. Eieieiei. Okay, jetzt hoffen wir mal auf unsere Luftarmee. Ihr bitte auch dahin. Marineangriffe. So. Flugzeuge verloren. Tja, ich hoffe, dass das da nicht so bleibt. Die Armee hier unten sieht tatsächlich auch böse aus. Ja. Das ist jetzt extrem ärgerlich. Wir müssen, es kann auch nicht möglich sein, das kann auch nicht wahr sein, dass wir hier nicht durchkommen. Wir weisen dir auch jemanden zu. Was haben wir denn hier? Alte Garde, maximale Verschanzung, Beförderungskosten. Ein genialer Stratege. Das könnte man natürlich nehmen. Ansonsten hätten wir hier einen Kavallerieoffizier. Wir haben aber keine Kavallerie. Haben wir irgendwas für Berge? Nee. Planungsgeschwindigkeit ein bisschen erhöht. Wenn ich ehrlich bin, finde ich ihn noch mit am besten. Dann nehmen wir mal ihn. So, er kann noch befördert werden. Ja, Infanterieexperte. Sehr schön. Vielleicht bringt uns das ja ein bisschen was. Dann brauchen wir hier tatsächlich mehr Truppen. Ist nur die Frage, wo wir die abziehen. Ich würde tatsächlich sagen, von hier unten. Aus der Armee. Welche ist das? Das ist tatsächlich die hier. Das ist zwar ärgerlich, aber wir brauchen da unten mehr Divisionen. Einmal bitte in die Special Army zuweisen. Das Vereinigte Königreich hat Vichy Frankreich den Krieg erklärt. Oh! Vichy ist den Achsenmächten beigetreten. Die Vereinigten Staaten haben Vichy... Na, jetzt kommt doch hier mal. Hat Vichy Frankreich als Feind mit reingeholt. Na super. Jetzt kommt doch hier mal ein bisschen Action in die Bude. Das ist doch nicht schlecht. So, bitte einmal abbrechen. Und ihr verstärkt bitte einmal da. Na, sehr gut. Jetzt kommt mal ein bisschen Action in die Bude hier. Hier sieht es auch gut aus. Hier oben auch. Wie sieht es denn aus mit Material? 18.000. Ja, das ist M1 Garand. Das sind die ganzen amerikanischen Sachen, die jetzt hier ersetzt werden. Das sieht aber gut aus. Okay. Wo sind die denn? Ach, die gehen tatsächlich... Die sind hier nicht gelandet. Nee. Oh Gott, Leute, ernsthaft? Also das hier ist so ein witzloser Kampf hier vorne. Und jetzt kämpfen die sich hier vorne lang. Ja. Na gut. Okay. Wir müssen aber irgendwie es hinkriegen, dass wir die Italiener hier zurückdrängen. Und ein paar Divisionen sind unterwegs. Zur Verstärkung.
Sehr gut. Oh, das ist super. Dann haben wir endlich bessere Waffen. Und ich würde tatsächlich sagen, als nächstes erforschen wir die hier. So, Offizier kommodifizieren. Ja, noch nicht. Ich würde gerne erst die letzte Taktik haben. Die bringt Moral. Bei mangelndem Nachschub, Mali außerhalb des Kampfes minus 30%. Politisiertes Militär minus 20, gesäubert minus 20. Das will ich zuerst haben. Und danach können wir die ganzen restlichen Punkte, können wir das alles ausgeben. Aber erst will ich tatsächlich das haben. Und wir müssen die Provinz tatsächlich haben, in meinen Augen. Wir gucken mal, ob wir da hinkommen, weil dann haben wir die hier nämlich abgeschnitten. Und von euch bitte zeitgleich zwei nach da. Zur Sicherung. Komm schon, komm schon. Ja klar, er kennt das Thema natürlich, ne? Hier unten geht eine Zugverbindung lang und ich wette, er hat hier sogar, können wir das sehen? Er hat hier mit Sicherheit auch ein Versorgungsdepot. Ah, schade. Er zieht hier immer alles hin. Wir machen hier, ne, voller Angriff mit allem, was wir haben. Das wird auch irgendwann mal möglich sein, dass wir uns das hier holen. So, wie sieht es hier aus? Ja. Nicht so schön. Angriffe sind jetzt nicht so gut. Die laufen jetzt nicht so gut. Haben die neuen Divisionen alle was zu tun? Ah, nicht so wirklich. Wie sieht es denn aus da mit einem Angriff? Das hatten wir schon mal, ne? Und ein Unterstützungsangriff. Das wird aber wahrscheinlich nichts. Wir könnten gucken, dass wir da unterstützen und einmal da unterstützen. Und mit dir bitte auch den Angriff unterstützen. Beziehungsweise da können wir direkt so mit reingehen. Dieser Bogen, ja, die haben sich jetzt festgebissen, ne? Das muss man hier schon sagen. Und es ist immer noch nicht. Greif nur nochmal an. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Ich will diese Division, ich will diese Provinz da haben. Oh, 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 das ist gefährlich. Da ziehen wir mal einen ab. Warum kommen wir denn da nicht durch? Was hat er? 500? Boah. Das ist ja der Wahnsinn. Was hat er denn da für Divisionen stehen? Das ist die Artillerie. Na klar. Die haben relativ gute Artilleriedivisionen. Eine Doktrin ist verfügbar. Oh, sehr schön. Bitte einmal die letzte Doktrin freischalten. Zack. Guerillakriegsführung. Wunderbar. Dann haben wir alle, die es gibt, freigeschaltet. Bin ich mal gespannt, ob uns das was bringt im Krieg. Wir brechen das wieder ab. Wir lassen unsere Truppen erstmal regenerieren. Die Türkei liefert ein Investment. Ja, immer noch aktivieren. So, Regierung ändern 165. Bitte einmal auf Nachbedarf. Dann haben wir das Thema hoffentlich auch erledigt. Jetzt haben wir noch 62 übrig. Dann können wir beim nächsten Mal wieder bitte ein Notfall Fabrikumbau machen. Der Fall von Nanjing. Gut. Oder auch nicht. Ah, das ist ja doof. Die sind tatsächlich hier vorne gelandet und haben die kalt im Rücken erwischt. Die Chinesen konnten sich doch relativ gut halten. Aber, tja, die Landung in Nanjing hat es versemmelt. Es ist eine ähnliche Nummer wie hier vorne bei uns. Und, oh Leute, oh, wir sind in der Vorwärtsbewegung. Sehr schön. Und ich muss mich schon mal entschuldigen. Ich hoffe, ich habe nicht zu oft bitte gesagt. Okay. Tja, ich würde tatsächlich dazu übergehen, dass wir jetzt im Dezember einen Angriff mit der Armeegruppe Süd fahren. Ich denke, die Planungen sind nach wie vor gut. Hier lang. Wir machen jetzt einen Generalangriff auf breiter Front. Und wir gucken auch mal, die Armeegruppe Nord wird bitte auch angreifen. Wir wollen nach wie vor, Moment, wir wollen nach wie vor hier die Front ein bisschen stabilisieren. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir hier auch den Bogen wegnehmen. Und ich würde tatsächlich gucken, dass wir hier, dass wir tatsächlich den Angriff hier wegnehmen und hier einen neuen hinmachen, dass wir einmal dahin kommen. Das finde ich sogar von dort aus sehr gut. Den machen wir auch weg. Den möchte ich auch dahin haben. Aber, um Gottes Willen, nein, 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 nein.
Du bitte von Bryansk aus. Und einen kleinen Bogen hierhin. Du machst bitte einen kleinen Bogen dahin. Ja, das ist schwer möglich. Okay. So. Das lassen wir eben mal planen. Und dann können wir gleich angreifen. Wir müssen natürlich wieder gucken. Jetzt verlieren wir wieder Material. 115, das ist natürlich jetzt relativ viel. Dann müssen wir schauen, dass wir da nicht zu viel verlieren. So, wie sieht es hier unten aus? Ah, da haben wir noch den ein oder andere Schlacht. Und jawohl. Angriff. Ja. Das andere Angriff, bitte. Tschuikov wurde verwundet. Das ist ärgerlich. Und hier unten gerät das langsam sogar ins Stocken. Ah, er hat halt sehr gute Division. Das muss man ihm einfach mal lassen. Wow, wo sind die denn hier hingekommen? Bitte einmal in Richtung Smolensk. Vielleicht kommen wir ja da durch. Und ihr... Wir haben doch... Ist das hier ein Fluss oder nicht? Unklare Situation. Die Division hier... Machen bitte einen Angriff auf die hier. Da zieht er die nämlich... Ah, das ist aus zwei Richtungen. Okay, da zieht er das nämlich gerade raus. Moment. Wir schicken ihn zur Unterstützung damit rein. Das reicht noch nicht. Dich bitte auch. Ah, es wird immer noch knapp. Du kommst auch noch mit rein. Ich hoffe mal, dass wir hier schnell fertig sind. Wenn wir ihn hier rausgedrückt haben, dann können wir nämlich von hier aus unterstützen, selbst wenn es ein Fluss ist. So. Einmal hier rein, bitte. Die Schiffe von Italien ist vollständig entschlüsselt. Wunderbar. Ja, bitte einmal aktivieren. Zack. Das bringt uns hier unten ein paar Boni. Hoffen wir mal, dass das vernünftig funktioniert. Okay, so. Jetzt gucken wir mal, wie es mit den Waffen aussieht. 14.000. Wir setzen die Angriffe, wir stellen die Angriffe hier unten jetzt ein. Da dürfen wir jetzt nicht zu viel verlieren. Wir müssen auch mit der Armeegruppe hier oben immer mitkommen. So, dann hier gleich weiter, bitte. Sehr schön. Das ist, jawohl, das nächste mittlere Panzerchassis. Sehr schön. Und, oh, den Motor, das kostet 220 Tage. Hm. Wie sieht es mit der Artillerie aus? Da sind wir dran. Wir könnten tatsächlich gucken, dass wir auch hier weitergehen. Dass wir die Militärpolizei uns holen. Oder die Fernmelde-Company. Die haben wir zwar noch nicht drin, aber die wollten wir ja haben. Was ist im Industriebereich? Da erforschen wir schon. Rohstoffabbau ist in meinen Augen nicht so wichtig. Öl haben wir nach wie vor genug, da brauchen wir uns auch nicht drum kümmern. Dann erforschen wir, wir machen mal die hier. Organisation der Gebirgsjäger erhöht. Ja, das machen wir mal. Gebirgsjäger sind tatsächlich doch gerade relativ wichtig. Okay, so, hier wird nicht mehr angegriffen. Brechen wir die Angriffe jetzt auch ab, insofern sie existieren. Einmal abbrechen, bitte. Wer greift hier an? Ihr. Einmal abbrechen. Nein! Verdammt! Den habe ich in... Ah! Grrr! Den habe ich ihn jetzt hier weggeschickt. Euch hier? Ne, wen habe ich denn jetzt hier? Wen habe ich denn jetzt hier rumgejagt? Euch? Drei Divisionen? Nein, nein, nein. Ist schon. Einmal da bleiben, bitte. So, die Angriffe brechen wir auch ab. Das macht offensichtlich auch keinen Sinn. Da sind wir durchgedrungen. Wunderbar. Das brechen wir auch nochmal ab. Da müssen wir mal gucken, ob wir da was anderes finden. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir tatsächlich die minus 1000. Das geht jetzt natürlich relativ schnell wieder. Und hier unten sind wir bei... Ah. Alles mit... Wir schmeißen hier unten alles in die Schlacht rein, was wir haben. Vielleicht schaffen wir es ja, dort
einzunehmen. Wie sieht es hier aus? Organisation ist schlecht. Das ist nicht schön. Hier unten haben wir zumindest ein bisschen Boden gut gemacht. Das ist okay. So, Schwerpunkt auf die Kriegshelden bitte. Sehr schön. Und dann machen wir gleich den nächsten Notfallfabrikumbau. Und dann sind wir bei 130 Artillerie. Wir sind noch 2 von der Artillerie entfernt. Das ist gut. Produktionsobergrenze steigt auch. Und ich würde sagen, den nächsten Stack gucken wir mal, ob wir den eventuell hier reinpacken. So. 1000 in den Miesen. Ja. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen sammeln. Wir haben auch Artillerie-Nachteile. Aber zumindest produzieren wir jetzt genügend. Und wie es weitergeht, ihr Lieben, das seht ihr in der nächsten Folge. Wir sind ein bisschen vorgestoßen. Das freut mich tatsächlich. Und die Front entwickelt sich, wenn auch ganz langsam, in Richtung Berlin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategiener. Ciao, ciao.